Welch ein Schatz. Ich habe eine Sternschnuppe in der Hand. So ist es. Sag bloß, was ist denn das? Ein Geysir. Einen guten Flug. 1, 2, 3. Ich bin Reporter und Pilot und träume davon, die Strecken der Luftpostpioniere abzufliegen. In den 20er Jahren haben Mermoz, Saint-Exupéry und ihre Kameraden die ersten Fluglinien der Geschichte eröffnet. Weil sie unter Einsatz ihres Lebens Post befördert haben, wurde das Flugzeug zu etwas, das weltweit die Menschen verbindet. Am Steuer einer kaum leistungsfähigeren Maschine als die damaligen will ich über dieselben Landschaften fliegen, will mir ansehen, wie sie sich verändert haben und zwischenlanden zu interessanten Begegnungen. Heute fliege ich von Casablanca zunächst nach Safi und dann weiter nach Agadir, einer weiteren historischen Station der Linie Latécoère. Ich überfliege den Atlas und mache einen Abstecher in die Wüste im Süden von Marokko. Kurs Süd, Richtung Safi. Ich verlasse ausnahmsweise die Küste, um die marokkanische Landschaft zu genießen, mit ihrem roten, fruchtbaren Boden und den geschwungenen, von Wadis geformten Tälern. Auf halbem Weg springt ein kleines Fort ins Auge, das auch ein namhafter Luftpostpilot gut kannte. Das ist die Kasba Boulaouane, ein Name für marokkanischen Wein. Aber Boulaouane heißt auch diese schöne Zitadelle aus dem 18. Jahrhundert, die Saint-Exupéry 1927 sehr beeindruckt hat. Sein letztes posthum erschienenes Buch trägt den französischen Titel Citadelle. Citadelle, auf Deutsch die Stadt in der Wüste, ist das einzige Buch Saint-Exupérys, das nicht vom Fliegen handelt. Es sind philosophische Betrachtungen eines fiktiven Stammesführers, zu denen ein realer Stammesführer den Autor inspiriert hatte, in eben dieser Kasba Boulaouane. Wir erreichen nun wieder die Küste und die Stadt Safi, die ebenfalls eine Luftpoststation war. Zumindest bei Schlechtwetter. Hier gibt es viele Brieftaubenzüchter. Arnaud, wusstest du, dass auf den Luftpostflügen nach Algerien Tauben mitgenommen wurden? Wenn es Schwierigkeiten gab, wurden die Tauben mit einer Nachricht losgeschickt. Es gibt 3 Brieftaubenzüchtervereine in Safi. Younes vertritt einen davon. Younes, woher kommt diese Begeisterung für Tauben? Als ich noch klein war, hat mir mein Vater 2 Tauben gekauft. Er brachte sie mit nach Hause und ich hielt sie in einem kleinen Käfig. So hat alles angefangen. Und wie viele haben Sie jetzt? Im Moment sind es ungefähr 60 Zuchttauben. Und etwa 150, 160 Flugtauben. Hier, das sind sie, die Zuchttauben, Väter und Söhne von Champions. Also in etwa wie beim Pferderennen. Man nimmt die Besten für die Zucht. Ja, man sammelt die Champions. Und das ist die Basis. Ja, hier sind die Flugtauben. Hier ist ja alles offen. Ja. Aber da sind Tauben drin. Ja. Fliegen die nicht weg? Nein. Sie bleiben da? Ja.
Sie sind hier geboren? Ja, genau. Und das ist Ihre Basis? Ja. Selbst wenn man sie 1000 Kilometer entfernt aufsetzt, kehren sie zurück. Nach Hause. Hier gehören sie hin. Ich mach das mal auf. Nur zu. Und dann? Auf Pfeifen kommen sie raus. Wissenschaftler in aller Welt suchen noch immer nach einer Erklärung für den unglaublichen Orientierungssinn der Brieftauben. In den Städten gelten sie als fliegende Ratten. Sie sind unbeliebt. Aber hier, diesen Schwarm zu beobachten, das ist schon toll. Und sie sagen, die kommen immer wieder zurück. Ja. Nur um ganz sicher zu gehen. Ich glaube Ihnen, aber als Journalist möchte ich immer alles beweisen. Können wir das mal testen? Wir nehmen eine oder ein paar mit, fahren etwa 10 Kilometer weit weg. Ich hefte einer einen Zettel an und dann sehen wir, ob sie zurückkommt. Kein Problem. Schön ist es hier. So, ich schreibe was auf. Ich habe aufgeschrieben, was der Fuchs dem kleinen Prinzen sagt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Zudrücken? Ja. Ich nehme sie. So? Ja, und jetzt in diese Richtung. Ist sie vor uns da? Ja, klar. Sie fliegt geradeaus, Luftlinie. Ich wünsche dir einen guten Flug. 1, 2, 3. In welchem Käfig müsste sie jetzt sein, falls sie da ist? Die Taube war hier. In diesem Schlag. Ja, sie hatte einen Ring, einen blauen Clipsring. Genau. Ah, da oben. Ja, sie können sie rausholen. Und da ist die Nachricht. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wohl wahr. Sie ist gut. Und hier wurde nicht getrickst. Stimmt doch. Ja, das stimmt. Ich schwör's. Gehen wir. Hier sind Turbulenzen. Wir sind über dem Atlasgebirge. Und bald danach kommt die Wüste. Sie war zur Zeit der Luftpostflüge von feindseligen Stämmen bevölkert. Den Berbern, die auch als Abtrünnige galten und keinerlei Skrupel hatten, wenn ein Flugzeug abgestürzt oder notgelandet war, die Besatzung zu töten oder als Geiseln zu nehmen. Viele bekannte Piloten wie Mermoz und Saint-Exupéry verdankten ihr Leben weit weniger bekannten Helden. Menschen, die man als Vermittler angeheuert hatte. Lassen wird mir die Geschichte von einem dieser heimlichen Helden erzählen. Lassen Roussafi liebt Geschichten und erwartet mich in der früheren Luftpoststation von Agadir. Er möchte Abdallah Ben Mohammed, der 1976 von allen vergessen gestorben ist, posthum rehabilitieren. Der Dolmetscher und Krankenpfleger hat die Piloten auf dem Flug über die Wüste 12 Jahre lang begleitet und dabei sein Leben riskiert. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Guten Tag. Lachsen? Ja. Ich bin Vincent. Bonjour, Vincent. Freut mich. Willkommen in Agadir.
Erzählen Sie mir von dem Dolmetscher, dessen Geschichte Sie so gut kennen. Dieser Dolmetscher, Abdallah Ben Mohammed, wurde gefragt, ob er bei der Luftpost arbeiten wolle. Er sagte ja. Und er flog? 6.000 Stunden flog er mit. 6.000 Stunden? Ja. Mit Mermoz, Saint-Exupéry? Mit allen, er kannte sehr viele Piloten. Und er riskierte sein Leben? Ja, ständig. Er hat mit Räubern verhandelt. Ja. Und er flog in Flugzeugen, die häufig mal abstürzten. Genau. Er ist dreimal abgestürzt. Beim letzten Absturz erlitt er offenbar einen Schädelbruch. Und die rechte Hand war gebrochen. Danach war er halbseitig gelähmt. Fluguntauglich musste Abdallah Ben Mohammed die Luftpost verlassen. Aber er, der er Arabisch, Französisch, Spanisch und Berber-Dialekte sprach und unzählige Menschenleben gerettet hatte, bekam nur eine lächerlich kleine Rente. Sein einziger Trost war die Freundschaft der Piloten, die ihn immer in seinem Haus gleich hinter dem Flugplatz besuchten. Das ist es. Wo? Das da. Guten Tag. Seine Familie wohnt noch dort. Salam alaikum. Hier sind wir bei dem Dolmetscher. Guten Tag. Er ist der Sohn des Dolmetschers. Freut mich. Mohammed, der Sohn von Abdallah Ben Mohammed. Was ist das? Ah, sein Koffer. Welch ein Schatz. Die hatte er im Flugzeug dabei. Ist schon beeindruckend. All diese Papiere. Casablanca, 20. Mai 1924. Und was ist das? Sein Personalausweis. Sein Ausweis? Ja, uralt. Sogar mit Foto. So sah er aus. Der Held. Ja. Er sieht Ihnen ähnlich. Oder Sie ihm. Er hat den Namen geerbt, den Mermoz seinem Vater gegeben hatte. Negrou. Denn ein befreundeter Pilot hieß Negra. Und heute steht in Ihrem Ausweis ganz offiziell der Name Negrou. Sie heißen Negrou? Mit Nachnamen? Sie haben also Ihren Nachnamen von Mermoz? Ja. Ja. Negrou. Ah, oui. Abdallah, der Dolmetscher, war auch Musiker. Und seine Enkel lassen mich nicht gehen, ehe ich nicht einen Eindruck bekommen habe, wie die Piloten und ihre Begleiter wohl die Abende verbracht haben. Sag bloß, was ist denn das? Ein Geysir. Das ist nur die Brandung. Ja, sieht aber aus wie ein Geysir. Die vereinten Kräfte aus trockenem Boden und Meer sind von oben gesehen ein großartiges Schauspiel. Unter den Tragflächen ziehen die Felsentore von Lexira vorbei. Ich kann mir vorstellen, wie sehr das vor 90 Jahren in dem Schriftstellerpiloten Saint-Exupéry haften geblieben ist.
Vieles in diesem Land hat das Werk von Antoine de Saint-Exupéry inspiriert. Der kleine Prinz zum Beispiel, der kleine Junge, der auf dem Asteroiden B612 wohnt, entstand, als Saint-Exupéry in der marokkanischen Wüste die Meteoriten vom Himmel fallen sah. Ich fliege nun von der Küste weg in die Sahara, wo ich jemanden treffe, der sich für diese Himmelsschätze begeistert. Auf nach Guelmim. Professor Abderrahman Ibli ist ein Meteoritenexperte. Den Hinweis, dass er in diesem Gebiet welche finden könnte, hat er von einem seiner Studenten an der Universität in Agadir bekommen. Was ist ein Meteorit? Meteoriten sind Steine aus dem All. Die meisten stammen von Asteroiden. Hin und wieder kollidieren die miteinander. Dabei brechen Stücke ab und manche stürzen auf die Erde. Für mich sind sie ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk des Himmels? Ja. Ich hoffe, wir finden heute welche. Meteoriten stürzen überall auf die Erde. Aber man findet sie am ehesten in den Wüsten oder Eiswüsten. Denn im Schnee und im Sand sind die schwarzen Steine besser zu sehen. Und sie verändern sich kaum. Die Wüste kann ganz schön steinig sein. Oh ja. Wenn die Wüste so steinig ist, hilft ein Metalldetektor. Denn Meteoriten enthalten oft Eisen. Darf ich mal? Klar. Und halte ihn horizontal. So? Ja, gut. Vincent? Komm mal. Hier ist ein seltsamer Stein. Ich hoffe... Der da? Nein, der. Nicht anfassen. Ja, das könnte ein Meteorit sein. Vincent, sieh mal. Du kannst die kleinen Kügelchen erkennen. Diese kleinen Körner. Das sind Chondren. Sie bestehen aus Sonnenstaub, die durch eine sogenannte Akkretion verdichtet wird. Und so entstehen diese Kügelchen. Sie verbinden sich zu einem Stein und später zu einem Asteroiden. An ihnen erkennt man das Alter der Sonne, weil der Staub mit der Sonne entstanden ist. Dieser kleine schwarze Stein ist so alt wie die Sonne? Ja. Er ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Er gehört zu den Ältesten, den Chondriten. Bei einem solchen Fund muss ich die GPS-Koordinaten festhalten. 28 Grad, 22 Minuten, 42 Sekunden. Genau. Ich lege eine Münze daneben, zum Größenvergleich. Ich mache ein Foto. Ein Foto von... Von dem Stein neben dem GPS. Als Beweis? Ja, als Beweis. Ich muss mehrere machen. Und das geht an eine internationale Datenbank? Ja, an die der Meteoritical Society. Die gehört zur NASA. Dort werden alle von Forschern weltweit gefundenen Meteoriten erfasst. Nun nehme ich den Stein, betrachte ihn. Jetzt darf man das? Jetzt ja. Als wäre es ein Diamant. Er ist sehr gut erhalten. Wirklich ein schöner Fund. Sie sind ja ganz aufgeregt. Sie freuen sich wie ein kleines Kind. Ja, die Meteoriten, das sind für mich meine Kinder. Ich habe ein Kind in der Wüste gefunden. Großartig. Wollen Sie mal sehen? Oh ja. Diese kleinen Körner. Sind die magnetisch? Ja, wir prüfen das mit einem Magneten. Voilà.
Und einen so kleinen Stein sehen wir am Himmel leuchten. Ja, als Sternschnuppe. Diesen Winzling. Der ist ideal dafür. Ich habe eine Sternschnuppe in der Hand. So ist es, wenn ich das meiner Tochter erzähle. Ja, das ist eine Sternschnuppe. Ehrlich. Abderrahmans beste Helfer bei der Jagd nach Sternschnuppen sind die Nomaden. Er hat ihnen gezeigt, woran sie Meteoriten erkennen. Und die Wüstenbewohner haben schnell begriffen, dass das ganz einträglich sein kann. So, hier sind wir bei den Nomaden. Hübsches Lager. Guten Tag. Ah, so. Da kommt noch jemand. Was hat er in der Hand? Was ist das? Tatsächlich. Ist das eine? Ja. Der lag einfach da. Ja, er kennt das. Glückwunsch. Couscous? Ah, couscous. Die Lager, die die Luftpostpiloten erlebt haben, wenn sie in der Wüste notlanden mussten, waren nicht immer so friedfertig. Wie es heißt, wurden viele als Geiseln genommen und manche sogar von den Nomaden in der Sahara versklavt. Doch diese Zeit ist längst vorbei. Hier jedenfalls. Der alte Mann zeigt mir, wie Tee gekocht wird. Man hebt die Kanne hoch und leert die Gläser mehrmals wieder aus, weil der Schaum noch Sand enthält. Er sagt, du hast den Tee sehr gut gemacht, wie ein echter Nomade. Oh, danke, ich fühle mich geehrt. Sie sind ein Nomade der Wüste, ich bin ein Nomade der Lüfte. Couscous. Ziegen-Couscous. Bismillah. Guten Appetit. Danke. Wissen Sie, warum mich die Meteoriten interessieren? Nein. Weil ich ein Buch sehr liebe, Der kleine Prinz. Mal davon gehört? Ja, als Kind. Antoine de Saint-Exupéry war Pilot und Schriftsteller. Manche sagen, die Meteoriten, die er in der marokkanischen Wüste gesehen hat, hätten ihn auf die Idee gebracht mit dem kleinen Jungen, der auf einem Asteroiden wohnt. In Spanien war ich bei einem Astronomen. Er hat lange Zeit einen Asteroiden studiert, der dem Planeten des kleinen Prinz ähnlich sieht. Mit dem Namen Vesta. Vesta 4. Ach ja? Ich zeig dir ein Stück davon. Aha. Ja, ganz im Ernst. Du hast ein Stück von Vesta 4. Ein Meteorit, der runterkam. Ja, der berühmte Meteorit von Tufasu. So habe ich ihn genannt. Ein Mesositerit. Er stammt von Vesta. Schön, dass wir darauf gekommen sind. Sie werden sehen. Der Asteroid, von dem dieser Stein stammt, ähnelt dem Planeten des kleinen Prinzen. Kennen Sie den kleinen Prinz? Im Buch heißt der Asteroid B612. Lesen Sie mal ein Stück vor. نرمي إلى إسماعيل صوت صغير ويقطعني من رفدي عند مطلع الفجر ويقول لي من فضلك اسم لي خرفا
Wissen Sie was? Ich schenke es Ihnen. Dann können Sie es in Ruhe lesen und können es Ihren Enkeln und Urenkeln schenken. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Danke, vielen Dank. Ich fliege nun weiter die Küste entlang nach Süden, zu den letzten beiden marokkanischen Etappen der Luftpostlinie. I can